Ja, jo, moin Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier mit dem Alex und Terraria. Heute wieder in einem neuen Part und ich bin im letzten Part erst aus meiner Höhle rausgekommen. Und jetzt werde ich erstmal das restliche Material in meinen Kisten verstauen. Jo, gut, also wir haben ja Haufen Statuen. Engelstatue, Sternstatue und was haben wir noch? Eine Pilzstatue. Dann haben wir noch Bomben. Die habe ich glaube ich noch nicht gehabt in dem Format. Nein, hatte ich nicht. Vier große Bomben. Ich werde glaube ich dann noch ein. Ich weiß nicht. Stimmt, ein Waffenhändler, das kommt ja noch. Das heißt, muss man noch ein Dingens einrichten, eine neue Wohnung für den, ich glaube, da kommt noch jetzt einer, der dann diese Granaten, also der sich mit Waffen dann auskennt. Matschblock brauche ich in dem Sinne nicht, aber haben wir hier trotzdem den Strahlentrank, den Eisenhauttrank, den haben wir hier nirgendwo, was? Ne, das ist ein anderer, ne? Ja, gut. Dann kommt der hier rein. Platinum-Ohr haben wir noch, dann Granaten. Die kommen in die andere Kiste. Da haben wir hier welche. Gut, Sterne. Und da. Kupfererz. Und Led-Ohr haben wir ganz viel. Dann so eine komische Mining-Potion. Bringt anscheinend irgendwas, wenn wir in die Höhle gehen und irgendwas abbauen. Bringt uns das irgendwie was. Rope. Hauen wir mal hier rein. Silbererz haben wir hier noch. Ah ne, das ist Silber und Platin. Ja, das ist so. Diamant haben wir viermal. Lehmblock brauchen wir eigentlich nicht. Den haben wir trotzdem mal hier mit rein. Dann haben wir noch zwei Goldtruhen, die tun wir mal noch platzieren. Und die Schnürsenkelkappe, die tun wir mal hier mit rein. Aber 1% mehr Schaden. Um 5% erhöhtes Bewegungstempo. 1% mehr Schaden und die andere bringt plus 3 Abwehr. Da denke ich, dass ich die verkaufe. Mal 1% mehr Schaden bringt jetzt nicht gerade viel, ne? Also da gibt es deutlich bessere. Leuchtwurzel haben wir hier. Leuchtwurzel Saat muss hier auch noch irgendwo sein. Genau hier unten. Und das war's denn eigentlich soweit. Warum habe ich eigentlich? Achso, gut. Ja, Smaragd haben wir noch. Brauchen wir auch nicht. Gut. Und den Spiegel haben wir natürlich noch. Aber den brauchen wir ja. Und den schwachen Heiltrank haben wir jetzt hier. Das ist schwacher Heiltrank, das ist auch schwacher Heiltrank. Schwacher Heiltrank. Lustig, ich kann anscheinend nur in 30er Paketen mitgenommen werden. Gut. Dann soll es das soweit erstmal vom Einrichten hier gewesen sein. Tun wir das mal noch, genau. Das hier so. Zack. Jetzt müssen wir mal noch die Truhen. Müssen wir noch irgendwo platzieren, die neuen Truhen. Tun wir am besten hier oben hin. Obwohl ich hier oben eigentlich gleich den Raum einrichten könnte für den neuen hier, der hier einziehen könnte. Also bauen wir gleich einfach mal noch. Einen Tisch und einen Stuhl.
Und dann machen wir gleich noch die ganzen Barren. Platin fertig. Silberbarren. Dupdi-dupdi-dup. Fertig. LED-Barren. Das kann ein Stück dauern. Und fast fertig. Jetzt mal fertig. Und Kupfer kann auch ganz schön lange dauern. Ich hoffe doch mal, da kommt ein schöner Waffenexperte oder ein guter Waffenexperte, dem ich dann auch ein bisschen was kaufen kann. Also wo ich was kaufen kann, genau. Bei dem verkaufen wir jetzt erstmal noch diese Schnürsenkelkappe. Für 13 Silber. Genau. Können wir die gut loswerden? Jetzt habe ich 6 Gold. Ich brauche noch 2, um mir den Bergmannshelm zu holen. Gut. Jetzt haben wir hier Tisch und Stuhl. Habe ich die jetzt nicht gemacht? Ne, habe ich nicht. Super. Also sowieso nachher noch mehr unten lang. So, rüber. Workbench, genau. So, Tisch. Holztisch. Und Stuhl. Und wieder hoch. Und dann haben wir den ganzen Mist hin. Und noch der Stuhl. Da haben wir den Stuhl. Und jetzt ist das Ganze bestimmt auch ziehbar. Behausungsanfrage. Diese Behausung ist geeignet. Super. Schauen wir doch mal, das macht dem nichts aus, dass er hier zwischen zweien ist. Gut. Dann habe ich jetzt hier noch Truhen, ne? Ich würde mir ja gern mal einen Keller machen, so einen Lagerkeller, wo ich das ganze Zeug reintue. Rein tue es auch so gutes Deutsch, aber wirklich reingebe. Das hätte ich so lassen. Steht dann hier irgendwo runtergehen. Gleich hier am Anfang, dann würde ich die wollte jetzt nicht die Wand abbauen an der Stelle. So, die Kisten noch weg. Da ist noch nichts drin, ne? So, und dann setzen wir die Kisten ganz dicht hier ran. Nochmal. Machen wir es am besten gleich so, dass ich die drei Kisten da hinsetze und die goldenen und anderen Kisten tun wir alle unten hin. So, machen wir das so. Machen wir uns hier einen schönen Keller. Machen wir gleich komplett bis vor. Und dann kann ich das machen. Geht die Nacht los, so werde ich bestimmt dann auch gleich Besuch kriegen von ein paar Zombies. Oder vielleicht auch nicht. Ich habe die ja jetzt öfters nicht in der Nacht gesehen. Warum auch immer.
Mir soll es recht sein. So, jetzt gehen wir hoch. Kram rüber. Und schön viele Dreckblöcke mitnehmen. Das da drüben muss ich auch mal noch einrichten zu irgendwas. Setzen wir hier erstmal wieder Fackeln hin. Und jetzt machen wir schnell noch zwei Holzklappen. Ich habe gesagt zwei. Jetzt machen wir auf einmal vier. Gut. Halt auch nicht gut. Machen wir noch die Holz. Hallo? Es ist ein bisschen 1-1 zu tief, ist das. Oh, es regnet. Auch mal was Neues. War es nicht irgendwie sarkastisch gemeint, sondern. Reicht das so, wenn der Keller so niedrig ist hier? Genau. So, und jetzt muss ich diese ganze Wand hier erstmal wieder wegmachen. Und dann andere Wand hinmachen. Oder ich mache das Ganze wirklich noch eins tiefer. Aber ich müsste jetzt wirklich das ganze Zeug hier oben nochmal wegmachen und dann da Holz hinmachen. Ich werde aber das werde ich glaube ich nicht machen. Ich werde das Ding wirklich nochmal einen Block tiefer machen und dann werde ich genau an der Stelle da dann nochmal Holz hinmachen, sodass diese Ranken hier nicht wachsen. Das ist nämlich Mist. Versperren nämlich dann das Licht oder ja, versperren, ja, kann man sagen. Dann ist das hier alles so wenig Licht und man kann da nicht richtig sehen und deswegen machen wir dann da noch eins tiefer, so jetzt noch eins tiefer. Habe ich jetzt rechts mal einen Stern noch vor uns gesehen. Den holen wir uns dann mal noch gleich. Gut. Ach, das ist doch scheiße. Mal wieder einen Block hin. So. Müssen wir das Ganze aber hier auch nochmal, damit ihr seht, was ich meine, das Ganze hier so mit Holz verkleiden. Zack, 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 zack. Das hier auch nochmal mit Holz verkleiden. War jetzt aber gerade ganz schlecht, ne? Weil ja nämlich hier noch die Tür hin muss. So, die soll man nämlich jetzt wieder ganz schnell hinbauen. Und hin damit. Gut. Dann können wir jetzt weitermachen. Jetzt muss ich ja doch noch eine tiefer, um das Zeug hier wegzumachen. Um dann hier noch eine Schicht Holz hinzumachen. Und dann ist das, denke ich, tief genug. Wenn nicht, kann ich das dann noch tiefer machen. Noch eine Etage tiefer gehen. Na komm. Und dann haben wir das jetzt auch.
gleich. Und dann können wir die ganzen Kisten hinsetzen. Gut, weg damit. Da eine hin. Da eine hin. Und dann muss ich mal noch die restlichen Wände hier wegmachen. Und dann machen wir noch ein paar Holzwände und dann haben wir das erstmal so weit eingerichtet, dass es wieder schön aussieht. Oh, der zweite Stern ist runtergekommen. Da muss ich mich jetzt langsam mal beeilen. Der dritte Stern. Okay, das ist ein Ausnahmezustand. Ein wirklicher Ausnahmezustand. Lauf, 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 lauf. Stern 1. 2, 3. Hier drüben noch einer? Ja, da oben. Schön, wie komme ich jetzt da hoch? Ach ja, hier. Zack, hoch. Lauf, lauf, lauf. Lauf, lauf. Und da noch einer. Verdammt. Schön zurückschießen, damit sie alle einem schön vom Leib bleiben. Und weg waren sie. So, gut. Jetzt kann ich noch die... Jetzt kann ich erstmal wieder das Dingens weg. Da, die Sterne. Und dann kann ich mir, glaube ich, schon den ersten Sternkristall machen. Ich weiß gar nicht, wo das geht, wo man den Sternkristall machen kann, ob man den jetzt einfach so machen kann oder ob man da was Spezielles dafür braucht. Ich glaube nämlich schon. Ich würde hier einfach mal durch die... Ah! Ach so, gut. Geht so. Und jetzt habt ihr hier einen Mana-Kristall. Ach, das kann ich pro 5. Ich dachte, man braucht da 10 für einen Mana-Kristall, aber Hansa anscheinend verändert diese Zahl. Und Mana-Kristalle, habt ihr jetzt gerade gesehen, habe ich mit 5 Sternen gemacht. Die sind das gleiche wie Lebenskristalle oder wie diese, ja wirklich Lebenskristalle. Und mit denen kann man dann seine Mana erhöhen. Ihr seht, ich habe eine Mana bisher. Und ja, das kann ich jetzt erhöhen. Jetzt habe ich 2 und 3. Und Mana, ein Mana-Stern heißt, bedeutet, glaube ich, so, ich weiß nicht, 10 Mana vielleicht oder so. Oder 20, glaube ich, es waren. Ich weiß nicht, wie es war mit der Lebens- und Dingenstrennung, Lebens- und Mana-Trennung. Und jetzt seht ihr auch, warum ich diese weiten Flüge hier gemacht habe. Genau, um, ja, es so einrichten zu können, dass ich viele Sterne auffangen kann. Ein laufender Goldfisch, lustig. Gut, jetzt hauen wir erstmal hier unsere ganzen Truhen hin. Ne, wenn schon ganz hinten ran. Und jetzt kommt noch die Living Wood. Gut. Und da haben wir das. Jetzt müssen wir natürlich noch ein paar Holzwände reinhauen. Da gehen wir wieder hin. Gehen Sie eins weiter. Hallo. Ah ja, jetzt gibt es Holzwände. Da sind sie. Ich glaube so 60, 70. Müssten das sein, die wir hier brauchen. Und dann ziehen wir hier oben noch lang.
ihr seht, es reicht vielleicht gerade so. Ne, es reicht nicht. Denn wir brauchen dann noch eine Reihe. Okay, also noch ein paar. 40 müssten jetzt aber genügen. Zack, 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 zack. Rüber, 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 rüber. Ah, und nochmal zwei. Das hat auch nicht gereicht. Zwei können wir gar nicht machen, nur können wir vierer machen. Das ist ja schon viel. Viel. Gut. Und die eine Holzwand hauen wir jetzt einfach mal hier noch mit rein. Zack. Genauso wie die Sterne. Sternschnuppen. Da haben wir jetzt vierer. Haben wir ja schon fast wieder den nächsten Mana-Kristall. Da seht ihr, also ich hatte immer gedacht, man braucht Zähne. Für einen Mana-Kristall hat sich aber anscheinend verändert, diese Zahl, zum Gunsten des Spielers. Gut, und jetzt haben wir hier noch die restlichen Holzklappen, die brauche ich ja nicht. Und das Erz... irgendwo Lettohr, ja. Können wir dann bestimmt noch einen Barren machen, oder? Genau. Und da haben wir den einen Barren. Und ein Lettohr wieder rein. Und jetzt können wir hier, weiß nicht, hier zum Amboss. Wir haben jetzt die Silberaxt und die Silberspitzhacke und einen Platinhammer. Und noch einen Silber Bogen und das Platinschwert. Wir könnten jetzt natürlich noch, um unsere Schlagkraft zu erhöhen, wir haben nur noch Silber hier dann, ne? Ja. Haben wir dann sonst eigentlich... Oh, wir können uns noch eine neue Rüstung machen. Die bringt 3, warte mal, müssen wir gleich mal gucken. Die bringt 4 Abwehr und das bringt 3 Abwehr. Da seht ihr mal einen Unterschied, dass das auf jeden Fall weniger bringt. Dann haben wir Led Hammer. Das klingt alles sehr... Die Led Spitzhacke hat 43% Spitzhackenkraft. Und die hat 45. Okay, also ist Led Ohr definitiv schlechter. Und ich habe immer noch nicht genügend Silberbarren, um mir meine Stiefel zu machen. Ist ja auch interessant. Gut. Dann können wir jetzt zurzeit erstmal nichts Besseres machen. Die Heavy Workbench haben wir ja schon. Ein Eimer, Lettor. Wir können noch einen Mülleimer machen. Machen wir einfach mal noch einen Mülleimer. Und eine Badewanne. Und das Klo haben wir ja schon. Gut. Hätten wir den Mist auch fertig. Gut. Haben wir das so. Ich könnte noch eine Platin-Axt machen. Einfach mal zum Spaß und Freude. Die hat 60% und die hat 50%. Deswegen machen wir mal noch eine Platin-Axt. Oh. Gut, die bringen uns nichts, die Platin-Axt, die verkaufen wir gleich wieder. Gut, das soll es dann eigentlich, ich habe jetzt nicht viel in diesem Part hier machen können, aber das waren Dinge, die mal gemacht werden mussten. Und im nächsten Part wird es dann weitergehen um eine Exkursion im Westen durchzuführen. So, das war's von mir. Die springenden Goldfische oder die tanzenden Goldfische hier, können wir nochmal bewundern. Hier drüben. Die sind anscheinend jetzt überall umher. Immer wenn es regnet,
kommen die tanzenden Goldfische. Gut, das war's von mir. Bis zum nächsten Part. Haut rein.